So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge hatten wir natürlich, wie ihr schon bereits wisst, den Weg nach Elysis gemacht und wir sind jetzt nun immer noch auf dem Weg nach Elysis. Ich muss jetzt leider den Part jetzt am Abend vorproduzieren, weil leider mir die Zeit gefehlt hat. Weil erstens musste ich auch noch testen, ob jetzt endlich mal die Naht-Typ-Sache erledigt worden ist, aber so wie es aussieht, wurde es jetzt endlich mal gefixt. Und das heißt, ich kann jetzt endlich mal online Fights machen in Pokémon und so weiter. So wie es mir beliebt. So. Heute werden wir jetzt noch bis nach Elysis gehen und dann ein bisschen dann mal die Ruinen angucken. Und dann werden wir dann wieder mal zurückreisen. Von Elysis dann nach... zurück nach Herzhofen. Dann sind wir schon gut vorbereitet dann für den Arena-Kampf gegen die Arena-Leiterin in Herzhofen. Huah! Na gut. Und ja, es war ja klar, dass auch natürlich ein Ninja hier versteckt ist. Und so einfach kommen wir nicht an den Item ran. Und ja, Leute, ich habe jetzt gerade nachgedacht, ich werde dann Legenden Arceus auf späteren Zeit dann verschieben, weil ich habe jetzt natürlich jetzt mal überlegt, doch jetzt ein Let's Play von den GameCube-Spielen von Pokémon zu zocken. Und zwar Pokémon Colosseum und Pokémon XD der dunkle Sturm wird dann nach Leuchtende Perle dann folgen. Ich wollte natürlich auch die 6. und die 7. Gen noch Let's Play mit euch auf dem 3DS. Also im 3DS-Emulator, weil ich habe natürlich keine Capture Card. Und der Switch ist natürlich auch keine schon eine Capture Card zu benutzen. Natürlich rekordiere ich das natürlich in OBS Studio anstatt in den originellen Software. Aber ihr kennt schon sicherlich. Da haben wir noch einen Rauchball. Das hilft natürlich gegen wilden Pokémon zu schützen. Und da ist sicherlich noch ein weiterer Trainer dort vorne. Vogelprofi Angela, wenn wir schon platt machen. Und wieder mal Level Up. Wir haben schon so viele Poké-Dollar jetzt gesammelt, ist schon eine Menge. Ja, ich möchte jetzt nämlich nur noch ins grüne Schatz in Gras rübergehen. Ah, da ist nichts. Okay, es sieht nur so aus, wenn es dunkel ist, da ist irgendetwas versteckt, aber so aussieht doch nicht. Okay, das sind noch Bären, aber den Trainer können wir noch erledigen. Den letzten Trainer noch vor Elysis. Dann haben wir schon diese Route auch schon alle Trainer erledigt. Größtenteils sogar. Es wird auch sein, dass ich dann wahrscheinlich mit einem Projekt dann fokussieren werde dann, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, zwei Projekte reichen natürlich auch, zu gucken für euch, was ich jetzt gerade am Laufen habe.
Mars-Schock. Nehmen wir mal Voltex einsetzen. Es wechselt mein Pokémon jetzt weg. Aber wen juckt's schon? Los, Staraptor, mach es fertig. Wir werden ein bisschen dann im Untergrund auch noch später hingehen. Ich habe natürlich auch schon gesagt, ich werde im Untergrund irgendwann mal hingehen. Aber es wird jetzt ein bisschen noch warten, weil wir müssen jetzt ein bisschen... Wir werden natürlich auch das Pokédex wahrscheinlich vervollständigen, was auch etwas länger dauern wird. Aber das werden wir natürlich in einem Stream auch machen, einen Community-Stream, wenn ihr Bock habt. Aber bis dann der Community-Stream dann stattfindet, dauert es noch ein bisschen. Die Musik ist etwas anders als in anderen Orten. Kommen wir so vor. Na bitte. Dann haben wir schon jetzt schön geheilt. Dann werden wir mal ein bisschen in Elysium City umgucken. Das müsste jetzt die Großmutter sein. Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesem mächtigen Astronauten zusammen mit meinem Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Dieser schäbige Ort ist vollkommen bedeutungslos. Nachher erwacht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Solltest du es wagen, mich in den Weg zu stellen, werde ich dich ganz einfach mit einem Pokémon-Kampf in die Knie zwingen. Na, willst du dich immer noch anlegen? Wen kümmert schon deine Meinung? Du wagst es also ernsthaft, Team Galactic herauszufordern? Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt, nein, mit dem ganzen Universum auf. Ja, halt mal die Fresse, ich werde dich so fertig machen, Team Galactic. Das ist sowas klar wie Kloßbrühe. Ihr habt immer nur noch euer Käfer-Pokémon im Schlepptau. Was denn sonst? So, damit haben wir den auch schon erledigt. Und das zweite Pokémon noch. Psychokinese werden wir jetzt mal umändern. Ja, Psychostrahl tun wir mal weg. Dann hat er halt Psychokinese. Auch noch besser für Deini. Und dann werden wir jetzt auch wechseln. Apropos. Zu Deini. Und zwar mit Kadabra. Ein bisschen mal zeigen, wo der Hammer hängt. So, damit ist er auch schon jetzt fertig. Ich wurde gerade eindeutig besiegt und das auch noch von einem Kind. Das wird mir alles zu viel. Ich habe schließlich auch nur zwei Hände. Was soll ich denn in der Einöde? Da verschwinde ich besser. Oh, du warst großartig. Was für ein starker Trainer du doch bist. Das Älteste von Elysis spreche ich mit dir hiermit unseren Dank aus. Nanu, dürfte ich dir mal diese Talisman ansehen, das du da hast, Kindchen? Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir den Talisman zu bringen. Ja, das hat sie auch vorgehabt im letzten Part. Talismane wie dieser wurden von einigen zu ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Man stelle sie zu Ehren jeder mystischen Gottheit her, von der es heißt, sie habe Sinnoh erschaffen. Auch heute findet man es ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, wenn du schon mal hier in Elysis bist, warum gibst du dir nicht die Gelegenheit, nicht auch gleich die Ruinen an?
Es wandelt ein riesiges Relief von einem Wesen, das ähnlich mit einem Pokémon hat. Daneben sind auch folgende Worte in den Stein gemeißelt. Der Raum erstreckt sich endlos weit, ganz ähnlich unserer geistigen Fähigkeit. Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind die folgenden Worte im Stein gemeißelt. Und auf Haltem ist die Fluss der Zeit, eine einst Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Also es gab zwei legendäre Pokémon, damit ihr es wisst. Für die Leute, die es nicht wissen. Du untersuchst die antike Höhlenmalerei. Auf einem Wandabschnitt sind gesellschaftliche Formeln und Zeichen abgebildet. Drei merkwürdige Symbole sind hier wie die Eckpunkte eines Dreiecks angeordnet. In der Mitte dieser Anordnung befindet sich etwas Glänzendes. Was hat das wohl damit auf sich? Ich deute diese Malerei folgendermaßen. Das Symbol in der Mitte steht für ein Wesen, das in den alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass man es als Gottheit verehrte. Als Gegengewicht stellte man diesem Wesen drei Pokémon entgegen, hier dargestellt durch Figuren, wie durch ein Dreieck angeordnet sind. Diese sollten wohl die Macht jenes Wesen in Schach halten. So viel ist zumindest eine alte Sage aus Sinnoh, die man sich noch heute hier in Elysis erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, was dir vielleicht nützlich sein wird. Die Gehirn gehörten meine Enkelin, aber sie braucht sie nicht mehr. TM95. Und damit haben wir Surfer. Diese TMs enthalten die Attacke Surfer. Sie erzeugt eine Flutwelle, die über Pokémon in der Umgebung des Anwenders hereinbricht. Die sind selbst jedoch verschont. Aber meine Enkelin hat noch etwas anderes über diese Attacke gesagt. Jetzt halten wir es ein. Du kannst Surfer über die App deines Pokédex nutzen, um dich über Gewässer wie Meere oder Flüsse fortzubewegen. Dafür benötigst du jedoch zuerst den Orden der Arena von Herzhofen. Aber dabei kann ich dir wohl nicht behilflich sein, fürchte ich. Naja. Mal sehen, was das sich auf sich hört, aber wir werden es dann gemeinsam rausfinden. Verlassen wir jetzt mal die Ruine und mal sehen, was jetzt passiert. Und da sind wir wieder diese Person. Offenbar hat sich hier eine unbedeutende Auseinandersetzung zugetragen. Wir sollten alle lieber einen Schritt zurücktreten und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Einem weiter gefassten Blickwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Maßstab zu sehen. Mein Name ist Cyrus. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Streit und Konflikte. Hier scheine ich diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch sag, haben wir uns nicht schon einmal getroffen? Und zwar im Kraterberg. Solltest du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die zum Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Denn genau diese Kraft brauche ich, um eine neue Welt zu erschaffen. Tja. Na gut, dann haben wir schon jetzt alles hier abgeschlossen. Wir schauen jetzt mal noch in der nächsten Route nach. Da gibt es auch jede Menge noch weitere Trainer. Also bis zum nächsten Arena-Kampf wird es noch ein bisschen dauern. Also da werden wir noch ein bisschen schön fleißig trainieren. Damit es dann richtig so weit losgehen kann. Weil ich glaube, bis Level 40 müssen wir definitiv unseren Team bringen. Ja, sonst haben wir keine Chance gegen die Arena-Leiterin von Herzhofen. So, da haben wir den auch schon erledigt. Ich glaube, es sind jetzt eh nur zwei oder drei Trainer noch übrig und dann haben wir dann noch die andere Route, die jetzt durch den Kraterberg geht. Wir werden auch noch später dann einen Abstecher dann in den Untergrund dann machen von Sinnoh. Da finden wir noch ein paar Fossilien und ein paar andere Pokémon, die wir noch nicht haben.
Ja. Jetzt bin ich bereit. Was hast du mir vielleicht erschreckt? Du wirst vielleicht verstehen, was ich dir gemacht habe. Ich bin jetzt TM gesetzt. Okay, 1977. Also TM77. Psycho Plus haben wir da gerade bekommen. Und da war noch ein weiterer Trainer, ist ja klar. Wenn wir noch durch den Kraterberg noch gehen und dann sind wir schon heute durch. Im nächsten Part geht es sowieso dann noch weiter zum Turm und ja, ich weiß jetzt selbst. Ja. Also der nächste Dungeon, was jetzt dann jetzt kommen wird, und zwar in Final Fantasy 2 wird natürlich der Zerstörer sein, wo wir ihn dann natürlich vernichten. Also es wird ein bisschen noch dauern, weil ich bin jetzt etwas nur noch verwirrt, wie es jetzt weitergehen soll mit dieser Stelle hier. So. Dann setzen wir nochmal Funkensprung ein. Das war's auch schon. Und ja, Leute, wieder, da jetzt wieder mal der Stream leider verschoben musste, wieder für eine weitere Woche. Also diese Woche wird es definitiv jetzt einen Stream geben auf Twitch. Ich werde aber leider nicht häufig mehr Twitch-Streams machen wie damals. Also nicht wundern. Weil ich werde jetzt nur jeden Monat, einmal im Monat etwas streamen. Hier ist ein Mini-Pilz versteckt. Okay, da brauche ich natürlich Stärke und das habe ich natürlich auch, glaube ich. Ist aber leider nicht benutzbar. Na gut, dann sind wir schon hier mal durch. Wir gehen jetzt mal kurz nach Ewigenau. Schauen wir mal, ob dort noch ein paar Trainer gibt. Ansonsten sind wir schon dann für heute dann fertig. Tatsächlich gibt es auch ein paar Trainer hier. Nur ein zwei sind nur dort, also das werden wir noch durchziehen. Und da gibt es auch einen Item, was unten ist. Soll ich dann natürlich definitiv heute aus, also den ganzen Weg bis nach Elysis und dann noch ein paar Trainer in Route 11 und Route 12 mal hier und mal da zu besiegen. Wir sind jetzt schon mit der ganzen Route, jetzt schon mit den ganzen Trainerkämpfen jetzt bald durch. Da sind jetzt natürlich die Trainerkämpfe jetzt nicht mehr so schwer. Meine sind sowieso jetzt dort unterlevelt. Ich hätte auch früher dorthin gehen sollen, aber was soll's. Mein Jux schon. Aber wenn ihr wollt, wir werden natürlich dann bald einen Community-Stream dann machen mit Pokémon. Also etwas später, sobald wir dann... Sobald es am... Natürlich gibt es die Community-Streams erst am Abend. Wird aber nur nur ab und zu was kommen. Nicht die täglich, sondern eher ab und zu nur. Es könnte sein, dass ich vormittags dann schon streamen werde. Also damit ich dann noch ein paar Parts dann... Falls dann eng wird, dann ersparen könnte. Aber... Das wird jetzt etwas in einem späteren Zeitpunkt sein. Da werden wir dann die Top 4 und den Champ natürlich... einen Stream dann noch machen. Aber bis das jetzt soweit ist, dauert es ja noch extra 10 Parts oder 15 Parts, glaube ich mal zumindest. Und dann haben wir noch die Postgame-Story und noch das Pokédex vervollständigen auch noch einen Stream machen, vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, was jetzt das Jahr 2022 hier auf meinem Kanal noch erwartet. Weil ich weiß jetzt selbst, wie gesagt, Leuchtende Perle geht ja, kommt dann, nach Leuchtende Perle kommt dann, wie gesagt, Pokémon Colosseum für den Gamecube. Und dann Pokémon XD, der dunkle Sturm. Das habe ich natürlich auch geplant. Seit 2018 habe ich das schon geplant. Irgendwann das zu Let's Playen.
Wie auch immer, ist Luxtra jetzt über der Brücke, auf der Brücke drauf? Okay. Quetschemark? Naja. Gut. Surfer können wir jetzt noch nicht einsetzen, weil wir brauchen natürlich den Orden von Herzhofen. Das haben wir natürlich leider nicht. So, dann werden wir mal fliegen jetzt nach Herzhofen. Denn dort erwartet uns der fünfte Orden. Und zwar im nächsten Part. Also dann, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es dann direkt los zur Arena von Herzhofen. Und falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst und mich weiter unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Rocket Tendo. Ciao.